Hallo Leute, mein Name ist Hossa C und willkommen zurück zu Factorio oder genauer gesagt Warptorio. Denn das ist das Modpack, das wir hier spielen. Und wir sind hier wieder einmal auf einem Planeten gelandet, wo es nicht so viele Ressourcen gibt, hoffentlich auch nicht allzu viele Aliens. Und das wäre dann wahrscheinlich auch ein Indiz, dass wir wahrscheinlich nicht allzu viel Inhalt für eine Folge zusammenbringen. Denn mir zuzusehen, wie ich hier Ressourcen abbaue, ist vielleicht nicht allzu spannend. Und wenn keine Aliens mit dabei sind, um für etwas Abwechslung zu sorgen, ja, dann ist es bald mal vorbei mit dem Entertainment Value einer Folge. Drum muss ich mal schauen, wenn nämlich der nächste Planet auch für wenig Inhalt sorgt, nehme ich vielleicht beide Folgen zusammen, so dass wir eine vernünftige Folgenlänge von ich ziele immer so etwa auf 20 Minuten ab, dass wir da hinkommen, aber wir werden sehen. Zumindest eine Forschung ist durch. Was machen wir als nächstes? Vielleicht da die Tanks. Könnte interessant sein, denn wenn wir die obere Plattform so groß hinbekommen, dass wir darauf die die Dampfmaschinen und die Heizkessel platzieren, dann müssen wir eigentlich auch dafür sorgen, dass wir Wasser auf der Plattform haben, so dass wir eigentlich dann nur noch Wasser von außen anschließen müssen. Und ich glaube, es gibt auch einen Planet, der kein Wasser hat. Und insbesondere für diesen wäre es dann stark von Vorteil, Wasser in einem Tank zu haben, so dass wir über die Runden kommen. Bisher hat sich noch kein Alien-Nest gezeigt. Das heißen könnte, dass sie auch auf diesem Planeten eher rar sind, genauso wie die Ressourcenfelder. Aber wir werden sehen. Ich denke, bis am Ende der 40 Minuten werden doch von irgendwoher Aliens auftauchen. Und das bekommt ihr natürlich mit. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Also, wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt. Die ersten Aliens kommen uns besuchen. Offenbar hier von dieser Seite. Aber ich glaube, es ist nicht allzu wild. Sie kommen nicht doch etwas von unten. Kommt eine Vierergruppe. Da ist ein Nest. Ein Nest ohne Wurm.
ein Nest übrig. Kein Nest übrig. Das sollte uns Ruhe verschaffen. Zumindest bis zu den nächsten Aliens. Ach ja, und ich habe damit begonnen, die einfachen Furnaces, die einfachen Schmelzen mit den Stahlschmelzen auszutauschen. Die schmelzen schneller. Drum sehen wir jetzt auch, dass die immer wieder mal da den einen roten rotes Ausrufezeichen haben. Das kommt von vom Bottleneck Mod. Und dadurch wird angezeigt, was Sache ist, wo es hapert. Denn die schmelzen doppelt so schnell als die anderen. Und das heißt, die einfachen Förderer kommen nicht mehr nach. Aber wir sind ja schon dabei, die Bergbaugeschwindigkeit zu forschen. Und was wir hier jetzt sehen, ist, dass uns die roten Fläschchen ausgehen. Irgendwann werden auch die grünen ausgehen, aber da haben wir ja ein bisschen gebunkert, während wir rote produziert haben und mit Rot geforscht. Drum denke ich, müssen wir, als um da die Forschung voranzutreiben, müssen wir sicherstellen, dass wir die Flächenproduktion ausbauen können. Und ein Weg ist, wenn wir hier die Plattform groß genug bekommen, so dass wir eine anständige Flächenproduktion oben hinstellen können, können wir das machen. Letztendlich möchte ich sie hier unten haben, aber wie ihr seht, ist diese Plattform hier unten wesentlich kleiner als das, was wir hier oben haben. Mal schauen, was sich da machen lässt. Wie ihr hier auf der Minikarte sehen könnt, blinkt es momentan nicht. Aber überall kommen Aliens ran. Denn ich habe die Nester nicht weiter zerstört. Denn mich hat einfach mal Wunder genommen, wie gut ist unsere Verteidigung inzwischen. Und sie ist gut genug. Am besten sehen wir das eigentlich hier auf der Plattform. Ja, hier sind inzwischen einige bis zum Turm vorgedrungen. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass sie in großen Gruppen kommen. Ich denke, wenn sie nur zu 6 kommen, dann kommen sie hier auf die Plattform, aber nicht bis an den Turm ran. So, nun geht es sowieso gegen Ende von unserer Laufzeit auf diesem Planeten. Und da ist auch schon der Countdown für die eine Minute. Dann
packen wir auch hier noch zusammen. Zu viel Kohle in der Tasche. Und dann geht's auf zum nächsten Planeten. Mal schauen, was der so zu bieten hat und ob er sich anbietet für eine Doppelfolge. Ja, da habt ihr gesehen, da geht doch etwas ab, wenn sie von zwei Seiten kommen. Okay. Ja, ich glaube, das ist eine Einzelfolge. Also bis dann und tschüss.